Hallo, ich bin Jan und ich erzähle euch ein paar Takte zu namhaften Klonen aus der Gattung Trichocereus. Ja, in meinem Vortrag geht es über namhafte Klone der Gattung Trichocereus. Der Vortrag knüpft an den Vortrag von Uwe an, der da heißt Trichocereus-Kakteen, Arten, Klone, Psyche, Psychoaktivität, der San Pedro-Komplex. Den würde ich euch empfehlen, vorher anzuschauen. Ich möchte mich jetzt auf die einzelnen Klone, die sich im Laufe der Zeit in Kulturen entwickelt haben, mal ein bisschen zu sprechen kommen und möchte euch ein paar davon vorstellen. Ich werde euch nur einen kleinen Teil davon vorstellen. Ich kratze nur an der Oberfläche. Das Thema wird immer größer, gerade im englischsprachigen Raum, USA, Australien, wird das schon seit vielen Jahren gemacht und es gibt unzählige Klone. Ich werde euch jetzt einfach ein paar der Klassiker vorstellen. Wie auch schon von Uwe erwähnt, wurde Trichocereus 1974 in die Gattung Echinopsis überführt. Das wird auch von mir auf jeden Fall ignoriert, weil es aus meiner Sicht einfach Quatsch ist. Deswegen hier auf der rechten Seite sieht man die neuen Namen. Ich werde mich auf die Trichocereus-Namen beschränken. Und wenn ihr zum Beispiel bei Online-Auktionshäusern nach solchen Pflanzen sucht, solltet ihr auch nach Echinopsis suchen, weil wenn man das mit dem anderen Namen macht, dann hat das Auktionshaus was dagegen und sperrt dann vielleicht ein oder man bekommt komische Nachrichten. Wie auch von Uwe erwähnt, fangen wir an hier mit der archäologischen Ausgrabungsstätte in Peru, Chavín de Huanta. Es gab oder gibt auf YouTube eine Art Dokumentation über die Ausgrabungsstätte. Die hat den reißerischen Namen Tempel der Menschenopfer. Das ist wohl mehr metaphorisch zu sehen. Wenn das noch auf YouTube zu finden ist, dann verlinken wir euch das unten drunter. Wenn nicht, kann man da noch mal suchen. In der Arte-Mediathek wird es, glaube ich, nicht mehr geben, ist schon was älter. Aber es lohnt sich, danach zu suchen. Bis heute findet man um die archäologische Stätte zahlreiche, teilweise mehrere hundert Jahre alte Trichocereen. Meistens handelt es sich dabei um Trichocereus santaensis und Naturhybriden aus Trichocereus pachanoi und cuscoensis. Und das ist auch die Einleitung zu unserem ersten Klon, nachdem hier nochmal ein Bild der Ausgrabungsstätte kommt. Ja, also das war eigentlich alles von Geröll verschüttet und wurde, ich weiß nicht genau, in den 70er Jahren entdeckt und seitdem wird dort gearbeitet. Unter anderem hat man dort diese Steinritzung gefunden mit dem vermeintlichen Schamanen mit dem Kaktus in der Hand. Hardcore-Kakteen-Nerds nehmen das gerne als Tätowierung. Laut Wikipedia wird die Steinritzung auf 1300 vor Christus datiert. Auf der rechten Seite haben wir El Lanzón. Das ist der Monolith, um den sich dieser Kult dreht. Das Zentrum, der letzte Raum in dieser Initiationsstätte, wie es zumindest in dieser Dokumentation beschrieben wird. Ja, und das ist die Einleitung zu unserem ersten Klon. MT-05, Chavín. Und der volkstümliche Name ist El Lanzón. Die Pflanze steht in der Nähe der Ausgrabungsstätte. Die sieht man auf dem rechten Bild im Hintergrund. Und MT steht für Manuel Terra. Die Sammelnummer von ihm ist MT-05. Wie auch Uwe schon erwähnt hat, hat Manuel Terra 2013 in Peru eine Fahrradtour unternommen und hat dort Ableger von dieser Pflanze mitgenommen, die er bis heute kultiviert, beziehungsweise jetzt nicht mehr. Seinen Shop Aplantis hat den Betrieb eingestellt. Aber die Pflanze bekommt man noch in Europa ganz gut zu kaufen. Auf der rechten Seite sieht man, was passiert, wenn Menschen mitbekommen, dass man mit sowas Geld verdienen kann und tun dann unter Umständen unaussprechliche Dinge. Dazu verweise ich auf den Vortrag von Hagen Horus, Nachhaltigkeit in der Ethnobotanik. Da wird nochmal über sowas ausführlich gesprochen. Die Pflanze da auf dem Bild ist mehrere hundert Jahre alt, ist die größte dort vor Ort und wie gesagt wird sie von den Einheimischen dort El Lanzón genannt. Sie wird als Klon verkauft und verteilt. Es gibt aber auch Samen, die in dieser Gegend gesammelt werden. Die sollte man ja nicht mit diesem Klon verwechseln. Also es gibt jede Menge Pflanzen, die aus Chavín-Saatgut
hervorgegangen sind, aber nur das ist der echte Klon von dieser Pflanze. Hier haben wir nochmal eine Großaufnahme davon. Man kann auch sich denken, also wenn man die Pflanze so herunterschneidet und die dann in Ruhe lässt, ist es nicht so schlimm. Die erholt sich und bekommt dann einfach mehr Köpfe. Aber man sollte halt nicht so eine ganze Pflanze abholzen, um damit Geld zu machen. Aber so sind die Menschen. Nächster Klon, MT-01, Clone One. Stammt auch von Manuel Terra, von der Fahrradtour. Und auf der rechten Seite sieht man, wo er den Klon her hat. Da lag nämlich dieser Riesenhaufen Kaktusstücke am Straßenrand. In Peru ist es üblich, dass man sich solche Trichocereen als Hecken oder Zäune pflanzt und irgendwann werden die dann abgeschnitten und werden einfach verklappt. So hat Manuel Terra da sich ein schönes Stück rausgesucht und hat es mitgebracht und es hat sich als wunderschöne Pflanze herausgestellt. Auf der linken Seite sieht man, die Epidermis ist glänzend grün. Es gibt eine sehr ausgeprägte Kerbung. Wunderschöne Pflanze, sieht in jeder Sammlung super aus. Und sticht auch heraus, weil normal hat man nicht dieses Glänzende. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ja, auch von Uwe schon erwähnt, der Ogun Bodede, Spitzname Ogun. Wurde von Ola Bode Ogun Bodede im Texas, im texanischen Cactus Conservation Institute untersucht und hat sich als sehr potent herausgestellt mit 4,7% Alkaloiden. Optisch macht er nicht besonders viel her, sieht einfach nach Pachanoi aus. Aber er wird halt dadurch besonders, dass er eben ziemlich potent ist. Sehr gefragter Klon, sehr gesuchter Klon, in Europa immer noch schwierig zu bekommen. In den Staaten geht es mittlerweile. In Europa muss man schon einige Zeit nachsuchen und muss sich auch darauf einstellen, dass das nicht ganz billig wird. Torres und Torres, auch in Pachanoi, der bei einer Expedition von Manuel und Donna Torres in der nördlichen Atacama-Wüste gefunden wurde. Die Besonderheit dabei ist, dass Chile eigentlich nicht zum Verbreitungsgebiet von Trichocereus pachanoi gehört. Und es streiten sich immer noch die Leute, ob es dort tatsächlich ein Wildbestand ist oder ob es sich um eine alte Anpflanzung handelt. Auf jeden Fall ein sehr schöner Klon. Man sieht hier ziemlich ausgeprägte Bedornung, ziemlich kurz, wie bei Pachanoi typisch, aber doch ein bisschen länger. Und es kann halt bei Pachanoi alles Mögliche vorkommen, von super kurzen bis relativ langen Dornen. Das kommt immer drauf an, das hat auch mit den Kulturbedingungen zu tun. Sehr wüchsiger Klon auch. Tom Jules Giant, TJG, umgangssprachlich Jules Giant. Auch in Pachanoi, wurde durch den amerikanischen Metzger Tom Jules importiert, der die Pflanze viele Jahre in seinem, an seinem Garten kultiviert hat. Eine Riesenpflanze draus geworden. Als Tom Jules verstarb, wurde die Pflanze klein geschnitten oder klein gehackt und ging an Sacred Succulents und wurde von da aus vertrieben. Auch ein sehr gefragter Klon, obwohl er optisch jetzt nicht unbedingt so viel hermacht. Das ist so der klassische ecuadorianische Pachanoi-Typ. Trotzdem mit einer schönen Geschichte dabei und deswegen gesucht. Yaoi. Ein australischer Klon, der wohl durch eine Harry Blossfeld-Expedition nach Australien kam. Dort ging die Pflanze oder Teil der Pflanze an die Familie Fields, die eine große Kaktuskollektion betrieben haben und wurde von da aus durch das SAB-Mitglied Marsha vertrieben, die irgendwie rankamen. Bei Yaoi ist ein ganz großes Erkennungsmerkmal die zwei parallel abstehenden Dornen. Daran kann man den Kaktus gut erkennen. Allerdings gibt es auch in Europa einen Klon aus Belgien, der dem Ganzen sehr ähnlich sieht und wenn man nicht genau aufpasst, könnte man diesen anstatt des Original Yaoi verkauft bekommen oder angedreht bekommen. Deswegen lohnt es sich da, die Pflanze genau in Augenschein zu nehmen. Auf jeden Fall auch eine sehr schöne Pflanze. Zeus oder Sios. Eine Pflanze, die in Ägypten aufgetaucht ist, von dem SAB-Mitglied Philokakti. Dazu muss man sagen, dass in Ägypten es relativ schwierig ist, an solche Pflanzen zu kommen. Also der hat wohl mehrere Jahre danach gesucht, um dann an wenige Pflanzen ranzukommen. Der Name rührt von dem Hund des Mitglieds namens Zeus
Und die Geschichte ist, dass Philokaktier eine schwere Lebenskrise zu bewältigen hatte. Und er wohl ohne seinen Hund Zeus nicht überlebt hätte. Als der Hund verstarb, hatte er den Kaktus nach dem Hund benannt. Psychonaut. Wir sind durch mit Richocereus Pachanoi. Jetzt geht es weiter mit Richocereus Bregesii. Hier haben wir eine Pflanze, die wurde in einer Kaktusgärtnerei in Australien gekauft. Und wurde dann später, nachdem sie verteilt wurde oder schon währenddessen, nach dem verstorbenen SAB-Mitglied Psychonaut benannt. Die Pflanze ist relativ gut wiederzuerkennen. Die Bedornung ist sehr gelb, goldgelb mit dunklen Enden. Einer der Klone, die mittlerweile in Europa und auch in Deutschland relativ leicht zu bekommen sind. Wenn man sie haben möchte, findet man sie. Leichter als andere Klone auf jeden Fall. Hat auch den Ruf, sehr potent zu sein. Lumberjackius, umgangssprachlich Lumberjack, gehört zu den Trichocereus bredgesii, wobei nicht ganz geklärt ist, ob das ein reiner Bredgesii ist, weil man sieht auf den linken Bildern, kann extrem lange Dornen entwickeln, je nach Kultur, je nach Standort, können eigentlich alle Pflanzen sich, sind relativ variabel. Klassischer Fall von Baumarktfund wurde in einem Lumberjack-Store in Kalifornien von Decker Davies gefunden. Und das ist nicht das erste Mal, dass man an solche Pflanzen einfach rankommt, indem man sie irgendwo findet. Es gibt auch einen Klon, der heißt Landfill. Der wurde auf einem Müllplatz gefunden und hat sich auch als ziemlich potent herausgestellt später. Also ne, es kommt immer drauf an, es kann alles möglich passieren, wie man an solche Pflanzen rankommt. Eileen. Der nächste Bredgesii wurde durch das SAB-Mitglied Reshroom Ed verteilt, der die Pflanze nach seiner verstorbenen Mutter benannt hat. Eher eine kurzdornige Pflanze. Auf der linken Seite sieht man das, also nicht unbedingt super spektakulär. Kann schön blau werden, wie gesagt kurzdornig. Und auf der rechten Seite sieht man besagten Ed, wie er gerade seine Mutterpflanze stutzt, um sie dann wahrscheinlich weiter zu verteilen. Die Pflanze wird es dadurch danken, dass sie immer mehr Köpfe entwickelt. Und so kann man aus einer Wurzel wirklich extrem viele Ableger gewinnen, je nachdem, wie oft man sie abschneidet. SS02, der nächste Bredgesii, wird durch Sacred Succulents in den USA vertrieben. Der hat die Pflanze ursprünglich von einem Ed Gay bekommen. Weiter kann ich dazu nichts sagen. Pflanze ist relativ gut zu erkennen und zu wiederzuerkennen, eher eine kurze Bedornung. Und hier sieht man auch auf dem rechten Bild zwei parallele Dornen. Das ist so das Hauptmerkmal der Pflanze. Wird als äußerst potent gehandelt. Baker 5452, umgangssprachlich Baker. Da hat Uwe auch in seinem Vortrag schon mal kurz drüber gesprochen. Die Pflanze wurde 1893 von einer Expedition von William Baker mitgebracht. Dort hat der Gehilfe von ihm, Julio Cruz, die Pflanze aufgetrieben, wurde dort schamanisch genutzt zu dem Zeitpunkt in Bolivien. Und auch ein ziemlich gesuchter Klon, immer noch sehr schwierig zu bekommen. In Deutschland gibt es ein paar davon, muss man aber schon eine ganze Weile nachsuchen. Hier, was ganz Besonderes, nachdem wir jetzt jede Menge USA und australische Klone hatten, haben wir hier einen ganz urdeutschen Klon, den Kwongurk, auch ein Trichocereus bredgesii. Der wurde in einem Baumarkt mit drei Buchstaben gefunden in Jena von Meister Eckhart. Die Pflanze bildet sehr oft vierrippige Triebe aus, wächst semi-monstros, wächst auch manchmal fünfrippig, es sei denn, sie wächst sechsrippig. Die Geschichte ist sehr interessant. Meister Eckhart ging abends durch sein Gewächshaus und rutschte aus und fiel der Länge nach hin. Und während er noch überrascht O gesagt hat, ist er mit dem Mund direkt auf den Kaktus draufgefallen. Und er wäre wahrscheinlich daran erstickt, wenn er nicht geistesgegenwärtig schnell die ganze Sache gekaut und runtergeschluckt hätte. So ist er ganz unfreiwillig an ungefähr 250 Gramm Kaktusfleisch gekommen.
und kam mit einem blauen Auge und einer Alkaloidvergiftung davon. Da kann ich nur sagen, Schwein gehabt, das hätte ganz anders enden können. Der Klon wird immer weiter vermehrt und ist auch mittlerweile ganz gut zu bekommen, wenn man die richtigen Leute fragt. Auf jeden Fall ein Hingucker in der Sammlung, weil die Pflanze ist super variabel. Wie gesagt, sie kann semi-monströs wachsen. Vierrippig, fünfrippig. Man würde wohl vierrippige Pflanzen selektieren. TBM Klon A. Auch genannt Penisplant, Peniskaktus. Ulig vertreibt ihn als Frauenglück. Warum, kann man sehen. Die Pflanze sieht extrem pimmelig aus. Stammt aus einer Aussaat von Kurt Backeberg. Das war Pflanzensammler, Kakteenforscher und Kakteenzüchter, ein Deutscher. Pflanze ist sehr gut zu bekommen, kriegt man über das Online-Auktionshaus sehr gut. Man geht auf eine beliebige Kakteenbörse, kann dort höchstwahrscheinlich mehrere Pflanzen davon erstehen, wenn man das möchte. Wird auch psychedelisch genutzt in manchen Kreisen. Das ist hier, wie das in der Natur so ist, die Longform. Und es gibt auch die Shortform. TBM Klon B. Auch Penisplant. Ja, wie in der Natur, ne? Schon eben gesagt. Die Shortform wächst weniger pimmelig, dafür in Clustern. Wo die Pflanze genau herkommt, ist nicht geklärt. Es könnte sein, dass sie aus dem Klon A hervorgegangen ist und der dann einfach weiter mutiert ist. Man weiß es nicht so genau. Auch recht gut zu bekommen in Deutschland, wenn man sowas denn haben möchte auf der Fensterbank. Die variegate Form des TBM-Klon A, TBMV, Trichocereus bridgesi monstrosa variegata. Die gelben Stellen sind eine Farbmutation, die einfach bei Bridgesi speziell einfach relativ häufig auftritt, im Gegensatz zu anderen. Die Pflanze kann schlechter Photosynthese betreiben, deswegen hat sie in der Natur weniger Überlebenschancen. Es gibt auch Pflanzen, die ganz gelb ausfallen, die, sobald man, wenn man sowas bei Aussaaten dabei hat und die nicht relativ frühzeitig pfropft, das heißt auf eine grüne Pflanze drauf pfropft, damit sie von da aus weiter wachsen kann und Photosynthese betreiben kann, sterben die ganz schnell ab. Bei solchen Pflanzen hat man das Glück, die können auch so überleben, da sie noch grüne Stellen haben, sollten aber nicht in die direkte Sonne gestellt werden, da sie sonst schnell verbrennen können. Hier wird es dann auch langsam teuer. TBMC, Trichocereus bridgesi monstrosa cristata. Hier haben wir zwei Mutationsformen in der Pflanze. Hat auch Uwe schon in seinem Vortrag vorgestellt, Cristata-Formen. Auch schön zum Sammeln, sieht aus wie eine Koralle oder ein Gehirn. Auf der rechten Seite sieht man ganz gut, wie die Pflanze auf einen normalen Stumpf, einen normalen Trichocereus draufgepfropft wurde. Dadurch erreicht man auch ein schnelleres Wachstum. So kann man die Pflanze wesentlich schneller vermehren als auf eigenen Wurzeln. TBMCV, Trichocereus bridgesi monstrosa cristata variegata. Ja, das ist so das Beste, was man bekommen kann, wenn man mutierte Pflanzen möchte. Hier sind alle drei Mutationsformen, also Monstros, Cristat und Variegat in einer Pflanze vereint. Wenn man Aussaaten macht und sowas dabei hat, dann kann man sich freuen. Das ist dann der Jackpot. Solche Pflanzen sind super selten. Und wenn man mal irgendwo sowas angeboten bekommt, dann kann man sicher sein, dass man relativ tief dafür in die Tasche greifen muss. Und man auch Konkurrenz hat von anderen Interessenten. Also das wird schwierig, sowas zu finden. Wenn man es findet, dann am besten zugreifen und vielleicht ein Darlehen aufnehmen. Damit sind wir durch mit Trichocereus bridgesi. Icaro-DNA. Aus der Matucana-Gegend in Peru. Die Pflanzen dort zeichnen sich durch eine intensive Blaufärbung aus und werden durch diesen netten Herrn auf der rechten Seite, der Julio heißt und den Shop icarosdna.com vertrieben, übers Internet. Dort wird jede Menge Saatgut verkauft und daraus entstehen eigentlich durch die Bank ziemlich blaue und recht potente Pflanzen. SS01. Das zweite oder das erste Flaggschiff von Sacred Succulents. Man sieht hier auch besonders intensive Blaufärbung
wunderschöne lange Dornen. Auf jeden Fall ein Hingucker in der Sammlung, auch sehr begehrt und gesucht. Mittlerweile auch in Deutschland einigermaßen dran zu kommen, allerdings muss man danach auch suchen. Die Pflanze hat auch den Ruf, ziemlich potent zu sein. Shark's Blue stammt aus der Dawson's Cactus Collection, wurde durch das SAB-Member PD verteilt und verbreitet und wurde nach dem SAB-Mitglied Sharks benannt. Sieht man auch eine ganz besonders blaue Ausfärbung, eher kurze Bedornung. Wunderschöne Pflanze. In Europa noch wirklich schwierig dran zu kommen. Auf jeden Fall ein Must-Have in jeder Sammlung. Und nachdem die ganzen super seltenen Sachen besprochen worden, haben wir hier was, das aus Deutschland kommt tatsächlich. Der Azureus wird bei Ulicacteen vertrieben und dort unter dem Namen Trichocereus peruvianus CV Azureus vertrieben. Wunderschöne Pflanze auch, man sieht eine sehr ausgeprägte Blaufärbung, auch schön kerbig und höckerig. Auf jeden Fall was Schönes für die Sammlung. Aktuell, ich habe gerade heute Morgen geschaut, hat Ulig das nicht im Shop. Aber ich glaube, es könnte sich lohnen, dort einfach mal anzurufen oder eine E-Mail hinzuschreiben, ob die noch welche haben. Also ich habe schon dort welche bekommen, obwohl sie nicht im Shop zur Verfügung standen. Kann man sich mal in die Sammlung stellen. Ja, kommen wir zu unserem letzten Peruvianus. Bogan. Bogan ist der australische Slangbegriff für Assi oder Proll. Die Geschichte dahinter ist die folgende. Der SAB-Mitglied Doug ging durch das lokale Assi-Viertel, ich nenne es jetzt mal so, und hat dort in einem Vorgarten eine schöne große Pflanze gesehen und hat sich vorgenommen, den Eigentümer nach einem Ableger zu fragen. Als er dann später dort wieder vorbeikam, um das zu tun, war der Besitzer gerade dabei, die Pflanze, die er kurz vorher abgehackt und kleingeschnitten hatte, im Garten zu verbrennen. Was eine ganz tolle Idee ist, wenn man schon mal versucht hat, einen Kaktus anzuzünden. Da muss man erstmal drauf kommen. Jedenfalls hat Doug dann alle verwertbaren Stücke mitgenommen und hat sie über die SAB vertrieben. Und deswegen ist es jetzt ein relativ verbreiteter Klon. Zumindest in Australien, in Deutschland auch immer noch sehr schwierig dran zu kommen. Und damit sind wir durch mit Trichocereus peruvianus. FR911, Trichocereus scopulicola. Die Pflanze wurde 1959 von Friedrich Ritter in Tapecua in Bolivien gefunden und bestimmt und dort auch über ihn vertrieben durch Saatgut. Es gibt viele Pflanzen, die unter der Feldnummer laufen. Es ist kein bestimmter fester Klon, aber die Pflanzen, die aus diesem Saatgut hervorgingen, zeichnen sich eigentlich alle durch die gleiche Optik aus. Wir sehen hier super kurze Dornen. Ein eher, ja, wie soll man sagen, fetterer Wuchs geht eher in Richtung Trichocereus bredgesii in Fett. Das Schöne bei der Pflanze ist, sie gilt sowohl als potent, ist aber auch einfach sehr benutzerfreundlich, wenn man sie zum Beispiel umtopft und man sich nicht zum 10. Mal 100 Pflaster auf die Hand kleben muss, weil man wieder einen Kaktus umgetopft hat. Und zum Schluss nochmal meine persönliche Lieblingspflanze, den Fields-Knutianus. Es ist wahrscheinlich, dass die Pflanze ursprünglich durch eine Harry-Blossfeld-Expedition in Südamerika importiert wurde und ging dann später über die Familie Fields in den Umlauf, wie so viele andere Pflanzen in Australien. Ganz besonders ausgeprägte Rippung und Kerbung. Ich finde, das ist ein absoluter Hingucker. Und muss man unbedingt in der Sammlung haben. Ich selbst habe ziemlich lange nach diesem Klon gesucht, habe ihn dann freundlicherweise von Sebastian bekommen, dem ich da super dankbar für bin. Und ich bin sehr glücklich, dass ich ihn endlich in der Sammlung habe. In Australien ganz leicht zu bekommen. Das ist dort der gängigste Knutianus-Klon. In Deutschland gibt es nur ganz wenige Exemplare. Die aus Australien zu bestellen wird schwierig, weil der Export dort gestoppt wurde und genauso der Import in Deutschland ist schwierig. Deswegen lohnt es sich danach zu suchen, weil wenn man sich den mal anschaut, ne, das ist einfach ein ganz wunderschönes Ding. Und damit sind wir schon fast am Ende. Jetzt möchte ich noch ein bisschen weiterführende Informationen weitergeben.
die Facebook-Gruppe Trichocereus und Echinopsis Growers Worldwide, gegründet von Patrick Noll. Kann ich sehr empfehlen. Genauso die European Trichocereus Group, von besagtem Sebastian von eben gegründet. Dann haben wir die Webseiten trichocereus.net, die von Patrick Noll gegründet wurde und geleitet. Ebenso, wie Uwe schon hingewiesen hat, auf droughtsnotes.com. Und die zwei Standardwerke, die es seit ein paar Jahren gibt, Trichocereus Volume 1, San Pedro Group, und Volume 2, San Pedro Hybrids. Die wurden von Patrick Noll geschrieben und über eine Crowdfunding-Kampagne finanziert. Kostet ein bisschen was, lohnt sich aber, wenn man sich in die Thematik, wenn man in die Thematik einsteigen möchte, sich das anzuschaffen. Es geht mehr in Richtung Kaktuspornografie als in Richtung Kaktuslexikon. Trotz allem wirklich schöne Bücher, kann man auf trichocereus.net bestellen, und Patrick wird sich freuen. Und damit bin ich am Ende meines Vortrags. Ich danke fürs Zuhören, Zuschauen, und wenn euch der Beitrag als Information gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten hören und sehen wir uns beim nächsten Beitrag. Alles Gute für euch! Das reicht. Soll ich das sonst mal erzählen?